Wir machen heute ein Brot mit 5 einfachen Zutaten. Folgende Materialien brauchen wir dazu. Wenn wir kein Gärkörbli haben, dann langt auch ein Tuch, das wir in eine Schüssel legen und ganz gut bemehlen. Für die Zubereitung tun wir Mehl, Salz und Hefe gut miteinander vermischen, geben den Essig dazu und nachher dann das temperierte Wasser und das Maximum 1 Minute mit einer Holzkelle verrühren, bis der Teig einigermaßen eine homogene Masse gibt. Nachdem wir den Teig zugedeckt haben, in der Schüssel 18 Stunden gären lassen haben, nehmen wir ihn mit einem Teigkorn oder mit gut gemahlenen Händen auf eine gemahlte Tischfläche, klappen von allen Seiten reinklappen, drehen das Ganze nachher um und klappen wieder mit gut bemahlten Händen die äußere Seite ein bisschen nach unten kehren. Dann kommt der Teig in ein gemahltes Gärkörbli oder wie gesagt in eine Schüssel, die mit einem gut gemahlten Tuch ausgelegt ist. Und wir lassen es nochmal 1 Stunde aufgehen. Im Anschluss tun wir das Backpapier drauf, stürzen die ganze Sache auf das Backpapier, geben den Teig mit dem Backpapier in die vorgeheizte Pfanne, decken das Ganze mit dem Deckel zu und backen es zugedeckt im heißen Ofen. Nach gut 50 Minuten erwartet uns ein wunderbarer Duft und ein traumhaftes Brot. Einen guten Appetit!